hier im Königpalast zum Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Hamburg Freezers. Unsere Pinguine sind im Moment richtig gut unterwegs. 3 Siege nach der Länderspielpause in Folge gewonnen. 1 davon nach Verlängerung in Berlin. Danach gab es tatsächlich mal glatte Siege, zuletzt in Iserlohn, das 4:2 am Freitagabend. Also es lässt sich ganz gut an für die Pinguine und wir hoffen, dass wir diese seltenen Erlebnisse von Heimsiegen hier auch nochmal erleben. Und wir hoffen, dass Servus TV heute auch da ein bisschen Glück bringt, denn auch das erste Saisonheimspiel hat Servus TV übertragen. Das haben die Pinguine leider verloren. Diesmal ist Gerhard Leinauer bei uns von Servus TV. Erstmal herzlich willkommen. Und Gerhard, du musst eigentlich Glück bringen, weil du hast gesagt, du bist das erste Mal zumindest hier im Königpalast. Deine Eindrücke? Ich bin tatsächlich zum ersten Mal im Königpalast. Der Eindruck ist phänomenal. Vor allen Dingen haben wir dann, die Kollegen haben gesagt, wir müssen unbedingt mit der schwarz-gelben Hölle, mit dieser gelben Wand aufmachen. Das werden wir auch machen und da bin ich schon mal richtig gespannt. Ich war zur DSF-Zeit und Premiere nur drüben in der alten Rheinlandhalle und habe schon immer vieles vom Königpalast gehört. Jetzt mal selber live. Ich freue mich riesig. Und ich glaube, das kannst du auch tun. Es wird auch, denke ich, relativ voll werden, gerade jetzt nach den Siegen, die die Pinguine geholt haben. Aber Hamburg extrem unangenehm zu spielen. Wir haben hier zu Hause auch schon gegen Hamburg verloren. Wie schätzt du beide Mannschaften ein als neutraler Beobachter? Ich meine, irgendwann muss man so eine Serie zu Ende gehen. Aus den letzten 6 Partien gegen Hamburg hat es 5-mal nicht gereicht für die Griffe Pinguine. Das geht auch mal zu Ende. Wir haben heute vor allen Dingen den Fokus auf Christian Ehrhoff. Er ist Gott sei Dank fit. Also der wird schon einiges hinten wegräumen, auch ein Tor machen in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Und dann geht es vor allen Dingen für die Pinguine, Jamie Benn von Seiten der Hamburg Freezers auszuschalten. Der ist so brutal schnell und hat so einen präzisen Schuss, dass man den irgendwie schon mal aus dem Spiel nehmen muss. Dann könnte es klappen. Also ein NHL-DEL-Duell auf jeden Fall heute. Servus TV ist auch richtig gut angelaufen, die Akzeptanz bei den Fans der Frühwagen. Wie ist so euer Feedback, euer Eindruck auch von der DEL, von der Übertragung bis dato? Also wunderbar. Wir bekommen jetzt auch so langsam das Feedback aus den Stadien. Ihr macht einen Riesenjob, ihr macht einen tollen Job. Man merkt halt, dass auch wirklich was dahinter ist. Da ist Cable Guy, wird inszeniert, man sagt, man bräuchte vielleicht noch ein bisschen mehr Statistik. Machen wir. Ja, okay, sind wir dabei. Und dann arbeiten alle, ein Riesenteam, ein tolles Team, arbeiten alle daran, dass das möglichst mit Statistiken gefüttert wird, dass wir eine bunte Sendung zusammenbekommen. Es werden dann Einspieler gedreht. Also alles mit richtig viel Aufwand und das ist genau das, was der Eishockey-Fan dann eben auch zu Hause liebt. Und in der Hockey-Night gibt es ja auch nochmal die Zusammenfassung vom kompletten Spieltag, also auch heute Abend wieder. Kannst du schon verraten, wer Cable Guy ist bei den Siegen oder bei den Freezers? Nee, verrate ich noch nicht. Nee, es ist Christian Ehrhoff bei Krefeld und Jamie Benn bei Hamburg. Also die beiden NHL-Spieler kriegen heute ein kleines Mikrofon mit an die Hand und dann könnt ihr euch das Ganze anhören, wie es dann klingt. Wir wünschen Servus TV natürlich eine schöne Übertragung. Gerhard, dir vielen Dank. Schöne Eindrücke hier im Königpalast und viel Spaß mit der schwarz-gelben Wand, die ist wirklich sehr beeindruckend. Und lass dich überraschen, wir sind froh, dass ihr hier seid. Vielen Dank, Gerhard Leinauer, du musst noch in die Maske und da kriegt er noch ein bisschen Schminke. Genau, wunderbar, obwohl er ja schon so ganz ordentlich aussieht. Ich danke dir und wir sehen jetzt gleich beide Mannschaften zum Warm-up, die Krefeld Pinguine gegen die Hamburg Freezers. Und dann geht's los um 3 ganz, ganz wichtige Punkte und vielleicht schaffen wir ja Nummer 4 in Folge. Schön wär's, wir hoffen drauf und wir verkaufen uns gut vor Fernseh Deutschland. Heute Servus TV-Spiel Pinguine gegen die Freezers. Viel Spaß!